Der Mozart-Film Amadeus, Mission Impossible mit Tom Cruise, der James-Bond-Streifen Casino Royale mit Daniel Craig, sie alle wurden in den Prager Barrandov-Studios gedreht. Lange galt der Standort als das europäische Hollywood. Im Museum bleiben die großen Filmwerke unvergessen. Pavel Jiras erinnert sich noch an ein Treffen mit dem berühmten Regisseur Roman Polanski. Ich fand es zauberhaft. Wir haben uns hier um 7 Uhr abends getroffen, in seinem Arbeitsraum. Dieser Augenblick wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben. Doch Hollywood-Stars kommen kaum noch, die Hallen stehen oft leer. Zwischen 2002 und 2008 gehen die Gelder aus dem Ausland um fast 90% zurück. Großproduktionen werden immer öfter woanders gedreht. Der Hauptgrund für den Produktionsrückgang bei uns sind neue Steuergesetze in Ungarn, Deutschland oder auch Großbritannien. Außerdem ist der Wechselkurs von tschechischer Krone und US-Dollar nicht mehr von Vorteil für die Produktion in Tschechien. Im Studio 6 wurden große Teile der Chroniken von Narnia gedreht. Jetzt entstehen hier statt Fantasy die Kulissen für eine Bierwerbung. Auch Fernsehproduktionen und tschechische Spielfilme nutzen die Studios, nur die große Filmwelt nicht mehr. Für viele in der Branche hat das schmerzliche Folgen. Was die Beschäftigungssituation angeht, so kann man sagen, dass hunderte Leute ihre Arbeit verloren haben. Viele mussten sich auch woanders eine Beschäftigung suchen. Doch es gibt Hoffnung. Bald könnten internationale Großproduktionen wieder in Prag gedreht werden. Die Regierung hat auf Druck der Filmbranche reagiert. Ausländische Produktionen sollen ihre Kosten zu einem Fünftel erstattet bekommen. Noch fehlt allerdings grünes Licht aus Brüssel. Ein Schritt, den die Arbeiter hier sehnlich erwarten.